Rocks! Servus Leiteln, 7. Folge Overland Rocks, heute im Skatepark Himst. Servus. 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 Marco hat man es nicht gehört. Servus Marco, habe ich gesagt. Wer seid ihr, was ihr jetzt ist, warum habt ihr heute da? Ich bin der Philipp und warum ich da hock, weiß ich nicht. Nein, Schmäh, um Skatepark zu fahren geht es, glaube ich. Genau. So wie man sieht. Das hat ich mir gedacht, ja. Ich bin der Walle, ich bin gefragt worden, ob ich herkomme und der Interview gehe. Aber bist du unfreiwillig da, oder? Nein, nicht ganz. Ich bin der Simi, ich bin auch da, wegen dem Skaten halt. Ja. Ja, ihr seid Skater, oder? Ja, genau. Der Philipp schon ein bisschen länger. Ein bisschen, seit. Wann hast du angefangen? 1990. 27 Jahre jetzt. Also eigentlich. Du bist jetzt? Mehr als halb Leben. Jetzt bin ich 34. Okay. Zach. Dacht schon ein paar Jahre. Mhm. Und jetzt? Vor 4 Jahren habe ich ein Jahr Pause gemacht wegen einer Entzündung im Knie. Oh ja, wie alt bist du jetzt? 13. Zach, das sind Unterschiede. Mit 13 schon das Knie hin. Du hast? Ich habe mit 17 angefangen, jetzt bin ich 26. Vor 9 Jahren. Okay. Ja, und immer noch geil. Ja, sicher. Passt. Wie erklärt man das, ob man da nicht fährt, was das für einen ist? Weil es ist ja eigentlich nicht so ein Sport, oder? Sag ich mal. Ja. Kann das jetzt nicht sagen als Sport, oder? Also ich persönlich sehe es nicht als Sport. Wie, das ist eine gute Frage, wie erklärst du, ob man das nicht kennt? Ja, nein, es ist halt, ich glaube halt, jeder Mensch hat so seine Leidenschaft irgendwie. Ob das jetzt sportlicher Natur ist oder ob das mit Musik zu tun hat, aber es ist halt einfach etwas, wo der Herzblut reinhängst. Und das kann alles sein für jemanden. Für mich war es halt immer Skateboard fahren. Und das ist halt das, mit dem ich aufgewachsen bin. Und
Ja, und das begleitet dann durch den ganzen Alltag eigentlich, oder? Blöd gesagt. Ja, durch den ganzen Alltag und durch das ganze Leben vor allem. Weil es hängt ja mit der Musik zusammen. Mhm. Es ist die Klamotten, es hängt halt einfach wahnsinnig viel zusammen. Mhm. Und deswegen ist für mich ja kein Sport, weil ich meine, mhm, keine Ahnung, ein Tennisspieler läuft jetzt nicht den ganzen Tag mit seinem Tennisdress um. Das sage ich eben aber nicht, nicht viele. Ja, nein, ja, klar. Alles klar. Was sagt das? Sagt das auch ja, so, oder? Ja, es ist irgendwie ein Lifestyle schon ein bisschen. Also es begleitet dann durch den Alltag. Mhm. Mit dem Gewand und das Skateboard habe ich halt immer mit in der Schule überall. Okay. Das darfst du, oder? Ja, nein, ja. Bei uns haben sie sich da immer umgeschissen, oder? Schon, ja. Sind sie toleranter geworden, sehr gut. Ja. Keine Ahnung, es ist alles so einfach. Die ganzen Kollegen alle, mit denen was abhängst, mit denen hängst du so ab. Ich lebe beim Skaten. Mhm. Auch wenn du durch eine andere Stadt gehst, die du noch nicht kennst, zum Beispiel nachher. Schaust immer, oder? Nachher siehst du, keine Ahnung, siehst du, das war ein geiler Spot oder so. Okay. Du gehst ganz anders halt. Mhm. Irgendwie durch die Welt quasi. Ja, man kommt da gleich ins Gespräch, oder wenn du jetzt irgendjemand ja, triffst, der skatet, oder? Ja, fix, ja. Wenn du irgendwo skaten bist, wo du noch nie warst. Und du bist ein Local oder was, und dann kommt man auch relativ schnell. Was ist ein Local? Ein Local ist immer noch in seinem, wir sind die Locals von ihm steht quasi. Ja, ich hab's schon gewusst, ich wollte gleich, dass du das auch passt. Gut. Wir haben ja heute einen super Vergleich hocken. Ein paar Junge und ein alter Sack. Also Skater halt. Ne? Nee. Was ist heute anders wie früher? Das frage ich jetzt gescheiter hin, weil das war gut, du vielleicht bist du in der Mitte mit 26, aber. Ich glaube, die schweren Fragen. Was ist heute anders? Haben wir generell gefragt, wir kommen schon noch ins Detail. Aber generell einmal, dass es in erster Linie, glaube ich, einmal das Wichtigste ist, der wichtigste Punkt ist, heute ist einfach. Sagen wir gesellschaftsfähig, oder es ist halt mehr akzeptiert. Mhm. Es machen mehr Leute, es sind größere Firmen involviert. Zu der Zeit, wo ich angefangen habe, da bist du halt noch ziemlich aufgefallen damit und auch relativ angeeckt, sage ich mal. Mhm. Das ist halt so der hauptsächliche Unterschied. Aber ich glaube jetzt so grundsätzlich vom Skateboardfahren selber her und von dem, was sie alle machen miteinander, hat sich nicht viel geändert, glaube ich, oder? Ja. Für mich persönlich hat sich nicht viel geändert in den Jahren. Aber eben da im Oberland wird es immer noch so als Kinder-Ding angesehen, so ein Skateboard. Ja, gerade beim Chef zum Beispiel, wenn ich immer jetzt Wert tue oder was, dann sage ich immer beim Skaten Wert. Das ist ja ein Thema, das geht ja eigentlich weiter. Man hört ja nicht aufgezogen mit 18, 19, wenn man sagt, man ist jetzt erwachsen oder so. Ja, das, Sinn, oder? Das unterscheidet eben, finde ich, die gewissen Leute von den anderen. Mhm. Keine Ahnung, ich fahre jetzt, wie gesagt, seit 27 Jahren und habe wahnsinnig, speziell wo ich in Imsch gewohnt habe, wahnsinnig viele Generationen für Skateboarder miterlebt. Mhm. Die fangen halt an, fahren 2 Jahre und dann lassen sie wieder und sind halt andere Sachen interessanter. Ja. Und manche bleiben halt dabei, wir sind einfach Tag. Mhm. Okay. Du weißt uns jetzt nicht wahnsinnig viel dazu sagen können, wenn ich jetzt fragen war, aber wie ist es heute? Ja, die Leute regen sich teilweise schon auf, wenn man irgendwo fährt. Okay. Auf der Straße halt. Dann schimpft es halt, wir sollen zum Spielplatz reingehen. Okay. Und nicht da fahren. Die wissen schon, dass man am Spielplatz skaten kann, oder? Ja, halt, sie meinen mit dem Spielplatz schön Skatepark. Ja, da war dazu. Ah, das sagen sie Spielplatz ja, dazu. Ja, teilweise das ist schon. Aber auch Blödsinn, gell? Das gehört aber auch dazu, finde ich. Keine Ahnung. Also, ich bin halt noch von der Generation. Ich kann jetzt live von mir reden. Mhm. Ich habe eigentlich angefangen, Skateboard zu fahren, weil ich eben nirgends reingepasst habe. Mhm. Weil ich nicht in einer Fußballmannschaft sein wollte, weil ich kein Tennisspieler war oder sind schon irgendwas. Und für mich war halt immer das Rebellische ja ziemlich geil, vor allem in der Pubertät. Da taugt es halt, wenn vom Weinberg einblasst ist mit einem 50er. Mit Bundesstraße. Mitten auf der Straße. Und die Leute stellen so die Augen an, das finde ich schon geil damals. Ja, ja, klar. Scheiß Junge. Das war jetzt auch noch geiler, geht's wahrscheinlich nicht mehr, oder? Also ich hab die rebellische Komponente vom Skateboard waren eigentlich immer relativ geil gefunden und das ja, klar. Gehört auch dazu, finde ich, ein bisschen. Er wird halt ruhiger. Ja, das ist sowieso. Klar. Aber ich glaube, also bei mir ging es gar nicht mehr, glaube ich, dass ich die Bundesstraße fahre. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Ja, du hast es eh probiert vor ein paar Jahren, hast du erzählt. Ja, nein, es war nicht vom Weinberg. Fahren glaube ich schon noch, aber der Rest ist halt, wird halt immer schwieriger. Okay. Das machen ja nicht grundlos, hauptsächlich Teenager. Stimmt, ja. Gut. Die Leute interessiert sicher so die schrägen Geschichten, was ihr erlebt habt so beim Skaten, oder? Hast du uns da was zu sagen? Ja, schräge Geschichten. Du Philipp. Schräge Geschichten. Wenn ich du zu dir sage, schräge Geschichten gibt es tausendfach. Aber mir fällt gerade konkret gar keine ein. Ich glaube, es ist einfach jeden Tag eine schräge Geschichte. Mhm.
wenn du zum Beispiel, was weiß ich, in der Stadt bist und du gehst mit deinen Freunden Skateboard fahren, den ganzen Tag von einem Spot zum anderen und dann erlebst du tausendfach schräge Geschichten. Das glaube ich, ja. Triffst schätzige Leute, triffst komische Leute, wirst irgendwo verschickt und wirst rausgeschmissen. Passiert einfach wahnsinnig viel. Aha. Aber jetzt konkret schräge Geschichte. Okay. Der Alte hat nichts gewusst, wie es was. Ja, du? Wir sind einmal von so einem alten Mann, der ist ins Nachgelaufen. Das war aber nicht er, oder? Nein, der war noch ein bisschen älter. Und als Wiegskrippel hat uns mal einen Zettel nachgeschrieben. So eine Frau, die war gar nicht so alt. Echt, oder? Das sind ja meine Ehren, hey, brutal, die Leute heutzutage. Hast du auch noch eins? Ja, man fällt jetzt auf die schnelle Honig sein, aber du lebst, wie der Philipp sagt, einiges. Mhm. Du hast echt einen Haufen schräge Leute und oft. Mhm. Denen, was du eigentlich auf die Nerven gehst, wenn jetzt irgendwas gerät ist. Und dann wärst du halt angemotzt, wie er sagt. Und, ja. Ist mir gerade eingefallen, weil, ich meine, legendär, das ist jetzt auch nichts Besonderes gewesen, aber eine lustige Geschichte und die ist wahnsinnig lang in unserem Freundeskreis halt immer so als Running Gag weitergelaufen. Okay. Da sind wir vor der Imster BH, das sind die drei Stufen. Mhm, bin ich auch gefahren. Da sind wir wahnsinnig oft gefahren gewesen und damals sind wir da gefahren gewesen. Und dann ist irgendeiner zugekommen und dann schaut er ins andere und dann sagt er: Habt ihr zu viel Geld? Einfach so, aus nichts. Weißt du, total aus dem Zusammenhang gerissen. Das hat überhaupt nichts damit zu sehen gehabt. Und dann sagt er: Habt ihr zu viel Geld? Ja, weißt du, was er gemeint hat? Nein, ja, wahrscheinlich, wenn wir irgendwas hingemacht haben genau. Oder so. Ich denke, ja, ja. Was wir zwar nicht hingemacht haben, weil die Stufen stehen immer noch. Ja, vor allem haben wir sie ja eingeschmiert vorher. Das ja, wissen ja die meisten nicht. Man muss das wachsen, sonst rutscht es nicht. Ja. So ist es. Genau. Jetzt ist halt auch noch wachsen. Da? Ja, sicher. Mit okay. Der Kerze von der Mama. Genau. Boah, das klingt jetzt mal zu. Mit der Kerze von der Mama. Alles klar, lass mal so stehen. Gibt es auch Mädels des Kreten heutzutage? Bei uns früher war das eher so, die sind eben da oben geguckt und haben zugeschaut. Immer mehr, ja. Was zuschauen oder was Kreten? Nein, Skateboard fahren, ja, immer mehr Mädels. Okay. Das ist ja, wenn man sich die großen Contests anschaut, gibt es teilweise schon eigene Mädelskategorien und so. Und die geben auch gescheit Gas. Cool, ja. Und so bei uns auch, oder? Ja, auch. Also gerade in Innsbruck, ich wohne in Innsbruck schon seit 7 Jahren jetzt. Und da siehst du immer mehr eigentlich. Okay. Den Tags genauso. Cool, ja. Finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Es ist halt eher deswegen wahrscheinlich Zeug, weil man hat halt eben irgendwas. So war es halt Lina vom Skaten früher. Ja, ja, sicher. Man ist irgendwo angeschafft und so. Das ist halt nicht jeden Mädels die Sache irgendwie. Ja, oder? So ist es. Aber genauso wie nicht jeden Mädel Tag zimmern zum Beispiel. Was? Zimmern? Ein Zimmerer gibt es auch nicht. Ach so, ich meine eigentlich Zimmern, das ist was anderes. Nein, nein. Passt. Seid ihr in Imst auf dem Skaten, oder? Wie ist das da in Imst? Gibt es Mädels ja, Skaten? Ich bin in Imst nicht mehr so oft. Aber du auch nicht? Nein, bist du auf dem Skaten? Ja, ich fahre oft auf Murming oder weiter Zirl, Innsbruck. Im Winter viel Innsbruck, in der Halle eben. Und da sind auch Mädels, oder? Da sind auch Mädels, ja. Also es gibt schon mehrere wie früher. Auf jeden Fall, ja. In Imst nicht so wirklich leider. Nicht, okay. Ja, dann machst du einen kleinen Aufruf, oder? Ja, fang jetzt an Skaten. Genau. Hat sich Skateboarden in den letzten 20 Jahren verändert? 27 Jahre, Entschuldigung. Wie meinst du jetzt Skateboarden an sich? Immer generell gefragt, ich komme nachher noch ins Detail. Okay, ja. Eben, wie wir zuerst schon gesagt haben, mehr große Firmen, ein bisschen breiter gefächert, gesellschaftlich angesiedelt. Okay. Aber sind Skaten selber? Okay. Kommt drauf an, was du meinst jetzt. Bist du? Ja, ich habe es jetzt zum Beispiel bei den Klamotten ich's eindeutig gesehen, oder? Ja, das ist. Also, wir haben früher ja ganz andere Hosen angehabt. So ist es. Das ist halt Modeerscheinungen. Ja. Das ist du hast jetzt eher so das Gängige, oder? Sag ich mal. Das ist so dünn eher, oder? Ja, enge Hosen. Du bist noch ein bisschen von früher. Ja, normal. Ich habe noch ein Foto von früher. Schauen wir, was das ist. Da sind wir. Genau, das war so die XXXXX Large Partie. Yeah, Small Wheels okay. Type Pants, hat genau. Er gesagt, ganz schön nice. So hat das ausgeschaut. Ich blende es eigentlich nachher noch ein. Ja. Das ist heutzutage eher nicht mehr so der Fall, glaube ich. Was heißt nicht mehr so der Fall? Das ist halt. Es gehört zum Skateboardfahren genauso wie wir sind es auch. Es ist halt einfach wahnsinnig viel Mode.
gibt Modeerscheinungen. In den 90er waren halt die, die weiten Hosen, die 36er Hosen und die breiten Schuhe modern. Mhm. Anfang 2000, da hat jeder immer noch die engere Hosen angehabt und noch die ärgeren Leggings. Und jetzt, keine Ahnung, ist halt immer ein bisschen Mode dabei. Ja. Tja, gell, das sowieso. Hat sich auch verändert. Sicher. Klar. Klar. Ich bin ja der Vorreiter von dem engen Zeug, war der Masl, weil der hat das damals schon angekriegt. Oder nicht? Hallo Masl. Ja, der Masl war ziemlich ein Vorreiter. Stimmt. Marcel Kofler. Der war noch vor der Mode so. Der hat noch vor der Mode die Karottenhosen schon gehabt, oder? Kann man sagen. Ich glaube, der ist schon mit der Karottenhosen auf die Welt gekommen. Ich auch, also ich weiß im Masl echt nie mit der weiten Hosen. Kennst du das im Masl? Ja. Du auch? Ja. Er hat den gleichen Style wie du jetzt. Also immer schon gehabt, schon länger. Wo du bevor du auf die Welt gekommen bist eigentlich schon. Ein bisschen ein längeres Leibel hat. Ja, stimmt, der hat eben bis zu den Knie auch fast. Das wird nichts nutzen. Ja, passt, hau rein. Was ich noch festgestellt habe, die Decks. Nein, habe ich eigentlich nicht festgestellt, ist ein Blödsinn. Das wollte ich anders sagen. Cut. Gibt es einen Unterschied zwischen den Decks damals und heute? Damals rede ich von deiner Zeit, wo du angefangen hast, und auch jetzt die Zeit gemeint, wo das Skateboard angefangen hat. Das war ja 70er Jahre, oder? Kann man sagen. Ja, früher eigentlich, 50er, 60er eher. Schon, oder? Okay. Ja. Na sicher, sowieso. Das hat sich halt Elvis, sind sie skated oder was? Ja. Was weiß ich gut. Na, da gibt es ja den neuen Film da, wie heißt der? Dog Down in Sad Boys. Genau, Dog Down, ja. Ja, der spielt Dog Down war die Typen, oder? Der spielt eher in die 70er schon, glaube ich. Ja. Dog Down war die Crew, oder, kann man sagen? Ja, genau. Und wie hat der Film gehasst? Dog Down in Sad Boys, ja. Ein Hollywood-Film gibt es. Das sagen. Ist eigentlich mehr ein Doku quasi, oder Verfilmung über die Geschichte. Es gibt ein Doku und einen Film. Mhm. Es gibt einen richtigen Spielfilm und ein Doku drüber. Okay, ja. Ist ganz geil eigentlich, der Film und die Doku. Das ist jetzt der Filmtipp. Ja, passt. Gut, also nochmal die Frage, gibt es jetzt einen Unterschied zwischen den Decks? Sicher, definitiv. Schon, oder? Es hat sich alles weiterentwickelt. Ich meine, ganz in die 60er, ganz zurück, waren es einfach wirklich massive Holzbretteln, ja. Die sich halt einfach irgendwelche Surfer auf ihre Rollschuhachsen draufgeschraubt haben. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Okay. So Sidewalk-Surfer-mäßig. Mhm. Ja, und das hat sich halt über die Jahre stetig weiterentwickelt. Mhm. Ich habe jetzt angefangen zu sammeln vor 7 Jahren, glaube ich. Du hast jetzt eins mitgenommen, gell? Ich habe eins mitgenommen, ja. Das ist ein super Beispiel. Das ist von 1987, ein Tony Hawk Brettel. Mhm. Und man sieht halt einfach, dass die waren richtig flach noch. Mhm. Ganz anders geshaped, haben keine Nose gehabt. Shaped heißt? Geformt. Geformt, ja. Mehr oder weniger. Ja, in Schangen, vielleicht hat das Skateboard nicht kennen. Ja, klar, das ist halt schon gut, dass du mich darauf hinweist. Genau. Und nachher ist es halt weitergegangen. Also das war 1987. Das fahre ich übrigens, weil es so geil ist zum Fahren. Das ist von 1992, aber halt Industries, und da sieht man auch schon, die haben schon eine leichte Nose gehabt. Ja. Und sind ein bisschen so bogen gewesen. Das ist die Nose, das ist vorne. Genau, das nennt man Concave. Mhm. Das ist schon ein bisschen so bogen gewesen. Mhm. Und so hat sich halt immer weiterentwickelt. Mhm. Genauso wie sich Skateboard fahren. Hoppala, jetzt haut's auch. Genauso wie sich Skateboard fahren selber weiterentwickelt hat mit den Tricks. Ja. Dementsprechend haben sich halt auch die Bretteln entwickelt. Und heute hat man eher. Seit, sagen Sie. Komplett gleich vorne und hinten, oder? Kann man sagen. Ja, die Nose ist ein bisschen länger, also vorne ist ein bisschen länger normalerweise. Okay. Aber das ändert sich auch immer ein bisschen. Mhm. Man ist ja vor 15 Jahren viel schmälere Bretteln gefahren wie heute. Mhm. Wie gesagt, passt sich halt immer an. Ja, das passt sich immer an. Mhm. Nach dem, was die Leute halt für Tricks machen, vor allem. Mhm. Okay. Cool, ja. So hat sich halt entwickelt über die Jahre. Okay. In der heutigen Zeit haben sie halt noch in der Form noch, probieren sie halt immer wieder aus mit so Carbon-Schichten, so Blödsinn, dass es mehr erhebt. Mhm. Aber im Endeffekt ist eigentlich so das, was immer noch am meisten bleibt, ist. Halt, ja. Okay, coole Sache. Ich habe mal einen guten Einblick gekriegt. Früher war das doch ziemlich teuer, so ein Deck, was ich weiß. Also, ich habe gehört, dass sie geflucht haben, wenn das Deck gerissen ist. Ja. Scheiße, jetzt muss ich schon wieder eins kaufen. Es ist immer noch Zeit. Schade, was kostet sowas? Wow, was? So normales zum Fahren, da geht nicht das Sammlerstück, sondern. Ein ganz normales Brettel, wenn es komplette Brettel kaufst, sage ich mal zwischen 200 und 300 Euro, okay. Kommst du schon hin, glaube ich, wenn du jetzt gutes Zeug kaufst. Mit allem. Aber du tauschst ja eigentlich Achsen, Rafen und die Lager und das hast du ja alles lang. Aber zum Beispiel. Entschuldigung. Dreh. Nein, zum Beispiel das Deck, also leist Brettel, das ist das, was am öftesten hinwärts.
Und da kostet der Brettel zwischen 40 und die ganzen Jahren sicher 80 Euro. Okay. Und das ist halt, sag ich mal, für einen Jungen schon schwer zum Stemmen. Ja, ja. Weil wenn du viel fährst. Wie ist das so? Ja, das Taschengeld ist ziemlich schnell weg. Ja, ist eh gut, dann kann man nicht anfangen rachen oder irgendeinen anderen Scheiß. Stimmt, ja. Nehmen wir mal gleich an. Entschuldigung, das ist. passt. Das war übrigens gesund, das ist wie nennt man das? Scheiße, ist das gesund. Das ist überhaupt nicht gesund. Ja, aber gesünder als rachen. Das vielleicht ein bisschen weniger schlimm. Schmeckt schon besser. Nein. Fetzt geiler. Nein, lass mal das. Fetzt geiler. Wie ist das? Wenn man die Frage schon gestellt hat und die nochmal lässt. Nein, lass mal das. Cut. Gut. Dann kommen wir mal zu dem Thema Skateparks. Wir haben ja in Imstau eigentlich einen relativ lässigen, sage ich mal. Was? Ich, oder? Der ist, naja. Willst du jetzt echt, dass ich anfange? Nein, warte. Ich fange anders an. Wir haben früher angefangen ohne Park. Okay? Und da war es schon voll geil. Wir machen ein Interview! Super Beispiel. Lass mal rein. Nein, auf jeden Fall haben wir angefangen ohne Park damals. Und das war halt schon zum Teil ziemlich arschig. Gell? Wir haben halt noch einen Betonpipe irgendwann nochmal gekriegt im Grettert. Ja, die war jetzt nicht super, aber sie war auch nicht so. So scheiße war sie auch nicht. Wir haben zumindest mal einen Pipe gehabt. Schaut zum Erzählen super, wenn du irgendwo infrasch. Ja, wir haben einen Pipe. Ne? Gibt's den nicht? Nein, die gibt's nicht mehr. Die haben sie angerissen. Ja. Ich blende ein Foto ein, schaut wild aus. Die war legendär. Ja. Voll. Auf jeden Fall haben wir ohne angefangen. Wir waren auch heilfroh, wenn wir das Ding gekriegt haben. Das muss man ganz klar sagen. Das war so. Und da haben sich einige sehr weiterentwickelt, glaube ich, oder? Damals. Ja, sicher, sowieso. Kann man so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt heutzutage für einen Standard ist es wahrscheinlich nicht mehr so. Nein, eben, das ist ja genau das Ding. Es ist, wie du gerade gesagt hast, es war damals richtig geil, dass wir was gekriegt haben. Es war richtig geil, dass wir die Grettert Mini gekriegt haben, die was bis zur Hälfte auch asphaltiert war und der Rest war betoniert, weil Asphalt nicht mehr gekriegt hat, einfach oben in der Transition. Und nachher natürlich der Oberhammer, wo du das Skatepark nimmst. Ist jetzt auch, wenn hat das Sportzentrum angestellt, angespart haben wir sicher 20 Jahre her. Ja, ich war 13, 14 schätze ich. Also ich schätze um die 20 Jahre. Das heißt, die Obstacles, also die Geräte, wo wir da jetzt hocken, das ist alles 20 Jahre alt. Wobei die Platten nicht 20 Jahre alt sind, wir haben noch braune Kretz. Ja, die werden halt noch. Die sind leider 17 Jahre alt. Zur Zeit tauscht. Aber es ist halt, jetzt haben wir zuerst über die Bretteln geredet, wie sich das weiterentwickelt hat. Und jeder hat jetzt, glaube ich, den Unterschied gesehen zwischen einem Brettel von vor 20 Jahren und von heute. Und genauso ist es mit den Skateparks. Okay. Und da kann man sich auch vorstellen, was die Geräte jetzt heute noch bedeuten. Oder bedeuten, was sie halt wert sein werden. Was sie noch kennen eigentlich, oder? Wenn du irgendwo anders fährst. Es ist halt absolut nicht mehr zeitgemäß. Sage ich jetzt einmal. Okay. Und durch das gibt es, glaube ich, auch wenig Skateboarder. Okay. Was sagt ihr dazu? Ja, es ist halt so, in der es ist zeitgemäß. Jetzt wenn du schaust in Innsbruck und überall, die haben schon ziemlich was anderes. Nein, super Vergleich. Eben, heutzutage wird, gerade im Unterland, ab Innsbruck, geht es eigentlich voll. Also da wird viel gebaut und meistens so aus Beton. Weil es einfach langlebiger ist und du viel cooleres Zeug machen kannst quasi. Also. Und dementsprechend skaten dort auch viel mehr Leute eigentlich. Und das merkt man gut und auch besser. Und viel mehr Möglichkeiten. Und ja, je besser die Rampen sein, desto besser wärst du eigentlich auch, oder? So. Ja, viel mehr Möglichkeiten. Du wärst viel kreativer, wenn du irgendwo anders bist. Also. Ja, du kannst es ganz einfach vergleichen, weil eben für Leute, die nichts vom Skateboard fahren, verstehen, ist ein super Vergleich, wenn du jetzt das Klettern zum Beispiel nimmst. Weil Klettern ist riesig in Imst. Immer schon gewesen. Und wenn jetzt die Kletterhalle die letzten 20 Jahre immer die Griff gleich gehabt hat, oder ich kenne mich da nicht aus, aber weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich, die Routen gleich waren, oder wie das heißt. Stimmt, ja. Nachher hören die Leute auch klettern. Dann geht keiner mehr. Oder dann gehen sie woanders hin. Weil sie einfach sagen, hey, jetzt bin ich die Route schon 30 Mal geklettert, hey, letztes Jahr, jetzt interessiert es mich echt nicht mehr, jetzt fahre ich mal irgendwo hin. Und genauso ist es halt mit dem Sport logischerweise auch. Okay. Ganz klar. Ja gut, interessant, ja. Zum Thema, weil du gesagt hast, so Betonsachen und so, den Trailpark in Brixlack gibt es ja, gell? Ja. Da war ich mal unten, konntest schon, ist ja ziemlich geil. Ziemlich geil, ja. Ja, da sind Pools und so. Die Wupphalle, die ist ja auch Wahnsinn eigentlich, oder? Wenn das, ja. Wir haben ja sowas in der Richtung gar nicht gehabt. Nein, Hallen haben wir nicht gehabt. Also die Wupphalle ist ja Wahnsinn, oder? Mittlerweile Halle ist auch die Obstdeckers drin, oder? Ist fett, oder? Ja, sicher.
voll. Na, das ist, keine Ahnung, eine von den größten Hallen, glaube ich, in Europa. Glaube ich. Ja. Falls es nicht stimmt. Aber ich glaube auch mal gehört zu haben, dass es eine von den größten Hallen ist. Ja. Das ist schon eine super Sache. Da hat sich schon was getan, gell? In Österreich gibt es ja sind Leino Linz. Wien, glaube ich, oder? Gibt es eine Halle noch? Oder gibt's Wien? Gibt es den Wien noch? Halle da. Wien gibt es schon noch, wohl. Aber das ist bei weitem nicht so groß wie in Innsbruck. Okay. Und wir sind, bevor es Innsbruck gegeben hat, wir haben uns oft weite Reisen für einen Tag und sind in die Schweiz nach Winterthur gefahren. Ja. 3 bis 4 Stunden. Sind 3-4 Stunden geredet und wieder 3-4 Stunden heimgefahren. Gott, dass wir im Winter halt mal eine Halle fahren können, dass wir mit dem ganzen Winter Pause machen müssen. Ja. Also. Okay. Von dem her ist Innsbruck jetzt schon geil. Also passen wir zusammen, es war cool, wenn vielleicht ein bisschen was Neues kam da. Ja, aber klar. Trotzdem muss man auch sagen, wir haben zumindest einen. Ja? Weil es gibt genug Städte oder Dörfer, wo keiner steht. Das ist halt, und das ist halt da schon fein, oder? Es ist, ja, und es ist halt ein bisschen ein Teufelskreis. Ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, es war jetzt cool, wenn jetzt die Stadt Imst einen mega lässigen Skatepark herbaut. Aber es gibt ja auch wenig Skateboarder in Imst. Das, das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Ich meine, wenn jetzt in Imst 50 Skater waren, die wo zur Gemeinde gehen und sagen, hoch zu tun, wir hätten gern was und baut uns was hin, und dann sich vielleicht ja, überlegen. Das ist auch gut, sein, auch schlecht. Ja. Aber vielleicht gibt es noch mehr. Vielleicht gibt es noch mehr, wenn was Cooles da ist. Ja. Von dem her, ja, vielleicht fangen viele an. Es geht so Hand in Hand, oder? Das ist so ein Teufelskreis ein bisschen. Wie du gesehen hast, dann wäre es nicht so schnell langweilig, wenn was Kreativeres oder halt mehr Möglichkeiten hast. Mhm. Dann bleiben die Leute länger. Stimmt, ja. Kommen wir zu einem Thema Verletzungen. Schau jetzt da rum, vielleicht bei dir auch. Ich weiß es nicht, aber fahren wir mal da und zuerst. Ja, Verletzungen. Schau es bei dir aus. Ja, keine Ahnung. 12 ist! Jawohl, Samstag 12. Wir machen echt weiter. Ja, keine Ahnung, ich bin 34 und habe einen Körper vom 60-Jährigen. Haha, ich habe 90er Knie. Ja, ja, ziemlich. Ich habe jetzt schon Probleme mit dem Hocken. Ja, okay. Ja. Fuß. Ist natürlich ein Sport, sage ich jetzt. Eine. Sport ist, haben wir ja gesagt, ist nicht wirklich, aber es ist halt eine Tätigkeit, wo du schon ziemlich wo du dich mitnimmst, gell? Nicht die gesundeste, sagen wir ja. Ist klar, irgendwo. Ja. Aber das gehört halt auch dazu. Aber so gröbere Sachen hast du jetzt noch nicht gehabt, oder? So wie irgendein Fuß an oder irgendein Rochen, Bantel an oder was? Wohl, Bantel. Schau, oder? Ein paar Sprunglenk, die Banteln an und die Hand einmal gebrochen und das Steißbein gebrochen vor 4 Jahren und lauter so Geschichten. Und die Verletzungen an sich sind ja kein Problem, aber wenn man mal ein bisschen älter wird, so wie wir, dann spürst du halt deine alten Verletzungen. In die Filme haben stimmt. Sie, in die Filme haben sie haben gesagt, die alten Kriegsverletzungen. Genau. Frank? Ja, also gerade Banteln sein, ich kenne keinen, was länger das Skateboard fährt, was noch nie was in die Banteln gekriegt hat. Also, Handgelenk. Schon immer so eine Sache von Abstützerei. Mhm. Und das Schlimmste, was mir passiert ist, ich habe mir da vorne mal die 3 Zähne ausgeschlagen. Mit dem Gesicht voll in Asphalt reinbetoniert. Wow. Ja, war auch nicht ganz billig, aber ich habe es ersetzt gekriegt von Versicherung. Hat er gut gemacht. Schöne Zähne. Bei dir? Hast du schon was gekriegt, oder? Was gekriegt, was noch nie. Ich bin halt geflogen, habe mir mal eine Woche oder einen Monat den Fuß an oder die Hand oder so. Mhm. Aber was gekriegt, was noch nie. Ich wollte gerade sagen, was auch finden. Okay. Passt. Hast oder sagen wir anders. Beim Skateboarden ist es ja so, dass die Szene vom Skateboarden auch immer mit Sound verknüpft ist, kann man sagen. Oder? Auf jeden Fall, ja. Das war ja früher schon so, ist heute wahrscheinlich immer noch so. Früher war es viel Hip-Hop oder Gitarrensound, ein bisschen zum Teil auch, sage ich jetzt mal. Was ist denn da, sagen wir mal, was früher so? Oder das Zeug war, was man so gekocht hat. Also ich bin aufgewachsen mit Punkrock und Hip-Hop. Mhm. Hat halt immer super Bass zum Skaten. Aha. Keine Ahnung. Warte mal, die Jungs so, heutzutage. Was für Bands hast du schon so gekocht? Das übliche Nofax, Pennywise, das ganze Zeug. Hip-Hop? Hip-Hop. Angefangen mit Wu-Tang und Jurassic 5 und die ganzen Klassiker eigentlich. Ist sehr zu empfehlen, auch für die Jungen kann man jetzt noch. Auf jeden Fall, ja. Marco postet links drunter. Mach ich. Und ich? Ja, es ist heute noch so. Und es wirkt sich nachher die Musikrichtung auf den Kleidungsstil aus von demjenigen eigentlich. Wie du sagst, Baggies, das gibt es schon immer noch. Und auf dem Skate-Style, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin eher so Rock, Metal, mehr. Ja, mittlerweile. Ein bisschen.
Aber Hip-Hop, ich lasse mir auch gerne mal einen Hip-Hop an. Ja, nein, zum Skaten. Ja. Gerade wenn jetzt so, also das habe ich an die Erfahrung gemacht, wenn irgendwie zum Beispiel in einer Stadt fährst, einfach so, nicht unbedingt jetzt, sage jetzt mal, einen bestimmten Spot skatest, wo du irgendwelche Tricks machst, sondern einfach durch die Stadt fährst und du hast geil Hip-Hop drin. Genau, das ist das Geiste. Das fetzt halt schon, ja. Das ist eigentlich die Quintessenz vom Skateboardfahren. Genau. Dass du einfach eben mit dem Sound im Ohr an einem schönen Tag einfach durch eine Stadt pushest. Und das ist so ein geiles Gefühl. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich, keine Ahnung, also ich kann bei Weitem nicht mehr das, was ich kennen habe mit 16. Und wahrscheinlich nicht einmal mehr ein 20stel davon von den Tricks her. Ja. Aber du weißt einfach in deinem Inneren, dass du, solange du gehen kannst, wirst du auf deinem Skateboard stehen und wenn du leicht umrollst und keinen einzigen Trick machst. Und ja, das geht nicht. Es ist einfach leider das Gefühl, wenn du draufstehst und fährst, das ist unbeschreiblich. Cool, cool. Ja, so eigentlich alles, was mir gefällt, aber also wenn ich jetzt unterwegs bin, dann ist mir ziemlich egal, was ist. Aber so privat höre ich auch Metal und Punkrock und Rock und Genre. Ja. Okay. Habe ich mir schon gedacht. Nee. Passt. Die Sunken-Basi, Marco. Ja. Geil, ha? Bestellt. Die Mutti. Bestellt. Die Mutti scheint. Gut. Gibt es auch regionale Bands, die es hocht? Also regional meine ich jetzt mit Österreich zum Beispiel, Österreich-Weiz, sagen wir mal. Oder auch welche, die da bei uns sein? Ich habe halt, durch das, dass ich mit dem Fleisch aufgewachsen bin, halt immer von dem seine Projekte verfolgt und gefeiert, auch wahnsinnig. Eben von Seiten der Gemeinde. Kriegt jetzt bald das neue Album aus, State of Mind. So ist es. War 20.05. glaube ich. Der nächste Link da drunter steht. Fix sogar. Ja. Ja. Sind's? Selber meine nicht, Bands früher. Selber nicht angemacht. Ich? Okay. Konsument. Da gibt's ja, alle jetzt von Blumentopf, wo sie mit Skateboard Sound Hip-Hop machen. Genau, ja. Das ist Hammer. Das ist voll geil. Ja. Das poste ich auch und neu. Ja. Ist schon cool, gell? Die Liste wird lang mit den Links. Ja, das passt. Ja, eben, Fleischi von Seiten der Gemeinde, ich glaube, mag jeder, kennt jeder. Ist cool, gell? Ist geil. Und sind so richtig los, dann haben wir jetzt nicht, aber ich gehe gerne an Konzerte, zum Beispiel Fossilius. Ja, oder die Weinlein oder so. Fossilius. Cool. Werbung. Aber wenn im alten Kino was ist oder so, dann geht man sich halt anschauen und trinkt ein Bier. Ja. Cool. Cool. Wer da? Fossilius. Der Mottl, ja. Hoi. Schöne Grüße. Ich war alle nicht rausgekommen, glaube ich. Mottl, sorry. Aber es war, glaube ich, so. Da scheitern viele. Oder hat der Kickflip auch keinen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt. Da scheitern viele. Also. Ja, also lokale Konzerte. Wenn es so ist, dann gehe ich auch und sind so privat ja nicht so. Ne. Selber nie was angemacht? Nein. Ja, kann ich noch kommen, hast du noch Zeit, ne? Ja. Passt. Wo hat denn die Skaten-Schuhe überall so hingebracht? Weil man dort ja auch durch das, dass man skatet, Ausflüge machen. Black sagt jetzt, ich trinke jetzt Black, gell? Aber so Roadtrip oder irgendwas auf jeden gemacht. Fall. Ja. Also, wir haben letztes Jahr zum Beispiel, der Simi war eher mit, haben wir ins Wohnmobil ausgegangen. Cool. Und sind durch Frankreich getrippt eine Woche lang. Geil. Schweiz, Frankreich, Italien. Mhm. Ziemlich lässig gewesen. Gibt es auch ein Video übrigens. Link ist wieder drunter. Muss man halt noch schicken. Ja, auf jeden Fall. Nein, aber das ist ja. Eben. Das zeigt das Ganze ein bisschen, oder? Wie cool das eigentlich, wie lässig das ist, sage ich mal, oder? Nein, das gehört halt auch dazu. Und das ist ja die schöne Seite, sage ich mal. Ich weiß noch früher, wo ich halt richtig viel gefahren bin und vor allem besser gefahren bin wie heute. Da bist du halt auch immer zu den Contests gefahren. Das ist halt jetzt Wochenende im Sommer, war damals schon irgendwo in Österreich ein Contest und da bist du halt mit ein paar Leuten hingefahren und das waren immer total schöne Erlebnisse, sage ich mal. Cool. Du warst mit, haben wir gehört? Ich war mit in Frankreich. Also der Jüngste, grad, ja. Ich war dort der Jüngste, ja. Mit 26. Ja. Vor zwei Wochen gerade war ich in Barcelona. Okay, geil. Eben, und Skater, oder? Sei auf dem Skaten ja ziemlich geil unten, oder? Voll geil, also. Wir waren nur eine Woche und da hast du in einer Woche noch lange nicht alles gesehen, also da sofort wieder fliegen. Ja, die Streetspots und so, gell? Streetspots, viele, viele. Streetspots sind die Geschichten, was einfach aufgestellt worden sind vom Start, also irgendwelche... Wo man nicht fahren darf. Wo man nicht fahren darf. Dachtfahrt. Ja, in Barcelona ist das ziemlich wurscht, das wird dort gut toleriert eigentlich. Super, ja. Weil es eben viele gibt da unten, extrem viele. Und manche, manche Spots, da denkst du einfach, der Architekt muss ein Skater gewesen sein. Okay. Wieso baut er das da so? Ganz Innsbruck.
Ja, stimmt. Ja. Ja, also nie weiter wie Innsbruck einlegt, halt wo man mit dem Zug hinkommt. Das kommt alles noch. Aber wenn wir in Urlaub fahren oder so, dann nehme ich das Skateboard schon mit. Und super. Jetzt fahren wir mit der Schule auf England zum Beispiel. Ja, das ist doch auch, geht sich auch was, mit. Oder? Ja, in dem Dörfle da, wo wir wohnen, da ist schon ein ziemlich cooler Park. Ja, geil. Schau ja, dass ich mal fahren kann. Fertig. Ja, ich war ja früher Inliner. Beweisfoto habe ich auch da. Ziemlich gut sogar. Ja, ja, passt schon. Ja, gehen dazu was anderes. Das war ja immer ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis. Inliner, Skater, sage ich mal. Bei uns ist es eh gegangen. Im Park, man hat sich halt schon lange kennt. Und ja, sicher. Geil, ich schon habe auch ein paar Tricks kennen, dann habt ihr mich auch akzeptiert. Ich war ein bisschen mehr Einzelgänger halt. Ja, es war so. Muss ich ganz klar sagen, sie waren immer Arschlöcher. Nein, Blödsinn. Es hat immer so eine geile Aussage gegeben damals. Ich meine, da waren wir alle 14, 15 Jahre. Da hat es immer krass, natürlich das Skateboarder, Inline ist so behindert, außer du fährst mit dem Macko, ne? Ist richtig. Super. Ist echt so, ja, sicher. Ja, scheiße. ja, ist das heutzutage immer noch so, die irgendwie Rivalitäten? Es gibt keine Inline-Skater mehr. Heute sind es halt die Scooterfahrer. Es gibt keine Inline-Skater mehr? Nein, gibt es echt so gut wie da. Es gibt noch Inline-Skater. Und durch das sind wir jetzt bestätigt worden, damals sind wir jetzt am Hass auf die Inlineskater. Mhm. Ich habe aber allein aufgehört. Ich habe allein aufgehört, weil ich es nicht mehr kann. Ich weiß schon. Damals, ich war da noch. Nein, ich weiß es. Gespaltenes Verhältnis existiert immer noch. Ja, das ist halt so, gell? Ja. Passt. Also, es gibt halt, ich sage das beim Inline als Problem auch, das Fitness-Inline-Zeug. Und das hat halt das alles ein bisschen in den Dreck gezogen, logischerweise. Nein, es geht gar nicht um das. Es geht auch viel um, jetzt heute zum Beispiel mit den Scooterfahrern wieder, mit den Kleinen und damals mit den Inline-Skater. Es geht halt um das, was du als Skateboarder machst in einem Skatepark und was ein Inliner macht. Mhm. Zum Beispiel ein Inliner hat er damals immer ein Grouping gewechselt. Also Grouping, ja, das ist bei einer Quarterpipe, also bei der Miniramp zum Beispiel, oben die Stange. Und die haben die Inliner halt immer gescheit eingewechselt, dass es gescheit rutscht. Und jetzt nicht gewechselt. Ja, du nicht da. Du warst schnell. Mehr. Du warst einer Macke, haben wir gerade besprochen. Nein, aber durch das sind halt Rivalitäten auch gekommen. Und die Scooterfahrer heutzutage sind einfach Leime im Weg. Und das ist halt. Eher das im Weg, glaube ich. Aber das ist mit dem Wachsen, gerade in der Halle in Innsbruck. Mhm. Das ist ja extrem. Ja, wenn du das nicht. Ja, aber dann fahren sie heute noch, weil das. Ja. Oder? Die Halle gibt es nicht so lange. In der Halle siehst du immer noch. Und die wachsen immer noch extrem. Und wenn das nicht. Also noch Inliner bleibt es dran. Und wenn das nicht gewöhnt ist. Ich stört's euch. Ja. Ja. Wenn das viele wachsen nicht gewöhnt ist. Okay. Du nicht damit rechnest, kann das also auch. Wachsen machen wir nicht wachsen, sondern. Wachsen. Mit der Kerze von der Mama. Okay. Weil wir gerade von Kerze von Mama. Was haltest du so von den Alten? Also von ihm und so, von den Skater. Kannst du jetzt alles sagen? Ja, ich hocke neben dir, es passt alles. Das ist schon cool. Als Kleiner mit den Grasen fahren, das ist schon cooler, ja. Versuche ich die Wahrheit, okay? Ja, ist wirklich die Wahrheit. Ja, passt. Es gibt schon Grasen, die sind oftmals so Arschlöcher schon. Genau. Zu den Kleinern. Ich glaube, er jetzt nicht unbedingt. Nein, die jetzt nicht so. Denkst du Ritzen, so möchte ich werden? Da müsstest du eher die 60-Jährigen fragen, was die von 34-Jährigen Skateboard halten. Was haltest du von den Jungen? Ist super geil, voll. Cool, oder? Voll geil. Skateboardfahren ist ein super, super Werkzeug für eben Leute, die nirgends reinpassen, so wie sie damals war. Ja. Und deswegen ist es auch, keine Ahnung, wie soll ich sagen, ein super Tool für Junge, dass sie rauskommen aus der Hütte und nicht leider heimhocken und zocken und in sich alles einfressen, den Grant, den sie vielleicht haben auf gewisse Leute oder sondern da können sie es einfach rauslassen und haben halt was sie machen können, wo leider sie der Chef sein, wo es keinen Trainer gibt, wo es keine Vorgaben gibt, wo du kannst einfach dienen und lassen, was du willst mit dem Skateboard. Es ist sehr oft da geflogen, früher Deck, das weiß ich noch. Ja, sowieso. Nein, aber du kannst, keine Ahnung, wenn du ins Skatepark gehst und du haust dir das Brettel den ganzen Tag selber auf den Schädel, dann interessiert es kein Schwein. Es geht, ja, weiß ich nicht. Aber. Nein, aber weißt du, was ich meine? Es ist halt einfach, ja, das ist halt einfach eine Ausdrucksform. Okay. Passt. Wie seht ihr das Thema Skaten und große Konzerne? Ich weiß ja, Red Bull macht ziemlich viel mittlerweile, auch Adidas und so. Früher war das ein bisschen verpönt, weil es ja nicht cool war. Ja, ich weiß. Ist das heutzutage immer noch so oder akzeptiert man das jetzt eher? Don't do it. Alles klar. Bank? Ja, also ich habe gerade Nike-Schuhe an. Also.
Aber ich weiß nicht, wie das rausgekommen ist mit Nike, Adidas und so. Und am Anfang hat es jeder gehatet quasi. Und mit der Zeit, das bürgert sich halt einfach ein. Die machen halt gutes Zeug, die haben die Kohle. Und ja, aber die Videos halt auch, gell? Ja. Das ist, muss man ganz klar sagen. Das ist halt so. Schade, ja, aber ist so. Ja. Wir bleiben gleich irgendwie bei dem Thema. Skaten wird olympisch 2020. Was haltet ihr davon? Wenn wir wieder rechts an. Also nicht politisch, sondern Orientation. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin voll zwiegespalten. Mhm. Auf der einen. Entschuldige, dass ich kurz unterbreche. Ist das nur Pipe oder auch Street, was da olympisch wird? Nein, es gibt glaube ich Park und Street. Also zwei Bewerbe. Park und Street. Also Park ist quasi so wie, du hast ja angesprochen, aus Cradle, Brixleck. Das ist halt einfach so eine Landschaft aus Bulls und Rampen. Und Street ist halt. Mit Wörthaler, oder? Also mit. Wörthaler, ja. Also Wörth heißt vertikal. So wie eine Halfpipe-Course. Und Street ist halt einfach nachempfunden dem Streetskaten, also dem Skateboardfahren auf der Straße, wo halt Stufen und Geländer und Geschichten sind. Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin halt ein bisschen zwiegespalten. Das ist halt meine persönliche Empfindung. Auf der einen Seite finde ich es halt als alter rebellischer Ding ein bisschen schade, dass das jetzt halt alles in die Richtung geht. Und auf der anderen Seite denke ich mir, aber es ist richtig cool, weil eine olympische Sportart wird einfach viel mehr gepusht, als wir eine kleine Randsportart, die was abgetan wird als Kinderspielzeug teilweise. Ja, sehen viel mehr Leute, die das mit dem nichts zum Tieren so haben. So ist es. Und durch das haben halt, glaube ich, auch die Jungen hoffentlich mehr Möglichkeiten. Ja. Und es werden mehr Skateparks gebaut und mehr Trainingsstätten, wenn du so willst. Und das ist halt dann die positive Seite. Es ist halt alles so. Ja, genau. Sagt die junge Generation dazu? Ich bin da ziemlich beim. Die junge, sagen wir, zu alten, gell? Ist halt. Ich bin da ziemlich beim Philipp. Also es hat positive und negative Seiten. Mhm. Und der Lifestyle-Ding geht ein bisschen verloren. Es geht mehr in Richtung Sport, aber es wird auch mehr gepusht. Also es kann sein, dass viel bessere Parks entstehen und so weiter. Ja, ich kann alles gleich sagen, dass es wird halt noch mehr toleriert, oder weil es halt noch olympisch ist. Und was andere geht halt das Rebellische und das ein bisschen verloren. Ja, man hat sich das bei Insta mal gar nicht vorstellen können. Gell? Ja, eben. Wenn man so überlegt, oder? Nein, gar nicht so beschrieben. Ja. Verschickt war. Nein, aber dass das ist sowas olympisch wird, meine ich. Das kann schon auf keinen Fall. Ja. Aber das ist auch ein bisschen Ansporn an die Gemeinde Imst, weil bis 2020 sind es so 3 Jahre und wenn sie jetzt einen geilen Park herstellt, dann gibt es vielleicht einen Imst-Olympia-Teilnehmer. Gut, wie ist das mit den Skatejobs? Ja, früher hat es wie Diplomen überall ausgespritzt, sage ich jetzt einmal. Also ziemlich. Genau, so wie die Parks. Genau. Ja, weiß ich nicht, aber überall hat es einen Haufen Skatejobs gegeben, das und so. Ist das heutzutage auch noch so? Oder? Muss man das suchen? Ja, muss schon mehr suchen wie früher. Aber es ist ja, das hängt halt immer ein bisschen davon ab, wie krass die Szene ist. Und Skateboardfahren war halt immer schon, in den letzten 27 Jahren, es war immer auf und ab. Es waren im Skatepark Imst waren ab und zu, waren einmal in einem Jahr 15, 20 Skateboarder und nachher warst du wieder allein das Jahr drauf. Und das ist halt immer so, da gibt es halt wieder so einen Boom und dann sperren wieder 2, 3 Geschäfte auf oder ein paar Online-Shops. Und nachher wird es halt weniger. Das wie ist halt in Innsbruck und so? In Innsbruck gibt es jetzt Plutometer zum Beispiel, hat riesiger aufgespart in Innsbruck. In X-Table gibt es eh immer schon, da gibt es im Moorparts, also es gibt schon einiges in Innsbruck. Okay, ja. Innsbruck ist da glaube ich eher. Man muss aber dazu sagen, dass in Innsbruck auch mehr Leute Skateboard fahren. Klar, ist ja klar, wie Kaiserstadt, ganz klar. Sowieso. Ist überall so in Großstädten. In Innsbruck haben die Leute halt, haben die Geschäfte halt immer schon ein bisschen gestruggelt, also ein bisschen gekämpft. Wir haben aber einen in Imst. Beats Corner. Ja. Werbung. So ist es. Geht's einkaufen? Ja, ganz viel. Kriegt's einen Kaffee? Genau. Kaffee Tint. Das habt ihr jetzt gesagt, gell, nicht ich? Das kannst du jetzt mit Beat ausmachen, ja, ist das wurscht. Ja, die Shops werden es immer schwieriger kriegen durch den Onlinehandel. Weil da geht viel. Ist überall so, ja. Viel, ja. Ist mit jeder Hinsicht so, ja. Und eben auch Plutometer, wie der Philipp sagt. Gut, so langsam waren wir noch am Ende. Willst du noch irgendwas loswerden? Schauen wir oder rechts an. Ja, aus. Nein. Schon wieder viel zu lang. Danke fürs Interview und geil war's. Cool, danke. Du zuerst. Ja, hat Spaß gemacht. Vielleicht, wenn das so einer von gemeinen Sieg baut, ins Skatepark. Ja. Gescheit. Ja, war lustig, war fein. Danke. Ja. Alles klar.
Gut, Leute, grüßen wir uns auch noch jemanden. Wow, die ganze Paloma 69 Crew in Talamartin, meine Schwester. Paloma 69, alle Kollegen. Keine Ahnung. Achso, Entschuldigung, meine Freundin. Sag's Freundin. Mein großen Bruder, den Lorenz. Und den Peter, grüß mal. Alles klar. Bitcoiner, Peter, oder? Ja, fix. Ja. Gut, dann sage ich danke, cool war's. Coole Geschichte. Das war die 7. Folge Overland Rocks, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der 8. Ist auch schon in Planung. Und das war's. Danke. Overland Rocks!